Ich glaube hier hoch oder so. Ich glaube schon, ne? Navi, wir schleichen uns gerade ins Schloss. Hör auf, irgendwas zu rufen. So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und zwar sind wir jetzt gerade beim Dekobomb gewesen. Wir sind mit einem Rubin rein und mit drei raus. Also so eine fette Ausbeute war das jetzt nicht. Und jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal genau mit Mido reden, dem kleinen Versager. Hey, Link, was hast du getan? Der Dekobomb, ist er tot? Wie konntest du das nur tun? Es ist alles deine Schuld. Alles klar. Wein dich aus. Der Dekobomb war alt. Shit happens. So. Wir sollen uns in Richtung Schloss begeben. Und, die Sache ist ja, die Saya hat ja auf uns gewartet. Ich weiß gar nicht. Sie steht hier aber nicht mehr. Sie steht die ganze Zeit hier. Nur dann nicht mehr. Und diese Zeichnung ist halt... Naja, da gibt es ein paar Mythen zu dieser Zeichnung. Mehr sage ich dazu nicht. Dann wollen wir doch mal in Richtung Schloss gehen. Denn vorher hat, ich glaube nicht sie, sondern du hier, ne? Genau, er hat vorher diesen Ausgang bewacht. Da konnten wir vorher nicht raus. Aber bevor wir rausgehen, mir fällt gerade noch was ein. Keine Angst, Leute. Wir gehen heute noch zum Schloss. Aber es gibt noch eine Sache, die ich vorher gerne machen würde. Und dafür müssen wir kurz in die verlorenen Wälder. Das können wir nämlich jetzt schon machen. Würde uns auf jeden Fall helfen. Ich weiß noch nicht, wie ihr zu einem Texturenpaket steht, aber ich feiere es hart. Ich feiere es echt hart. Aber ich sollte aufhören, jede Folge davon zu schwärmen. So. Gehen hier durch und können dann mit Hilfe unserer Feenschleuder. Ah, nein. Auch nicht. Genau. Dreimal 100 erreichen, dann kommt da der Kleine raus. Fantastisch! Du hast dreimal ins Schwarze getroffen. Dein Talent soll nicht ohne Lohn bleiben. Hier, nimm dies an dich. Alles klar. Die erste Erweiterung. So. Du hast eine Munitionstasche für Dekokerne erhalten. In der Tasche kannst du 40 Dekokerne aufbewahren. Ja, das ist von Vorteil. Weil, warum nicht? Warum denn auch zum Teufel nicht? Ja, das war alles, was ich hier in den verlorenen Wäldern gerade tun wollte. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder in den Kukiri-Wald. Ich verstehe bis heute nicht, warum es Wald heißt. Eigentlich ist es ein Dorf. So. Wir können sogar hier auf das Haus springen. War hier eigentlich irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Hier hätte man halt auch noch guten Rubin verstecken können. Hat man aber nicht. So. Und dann gehen wir jetzt in Richtung Schloss. Dafür müssen wir hier durch. Oh, du verlässt uns? Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Link. Denn du bist anders als meine Freunde und ich. Sicher, hast du deine Gründe. Versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben, ja? Ich möchte, dass du meine Ocarina an dich nimmst. Die Feen-Ocarina, sie ist ein Andenken an Salia. Im Gegensatz zum Menü, bla bla bla, kennen wir bereits.
Mit A und den C-Knöpfen spielst du eine Melodie, mit B kannst du aufhören oder neu beginnen. Sie bedeutet mir sehr viel. Wann immer du sie spielst, sollst du an mich denken. Okay. Awkward situation. Und da rennt er weg. Hyjanische Steppe oder Ebene von Hyrule, wie auch immer. Und dort oben sitzt schon jemand, mit dem wir uns gleich unterhalten werden. Aber vorher nochmal ein kleiner Schwenk zu Link. Alles klar, jetzt kommt einer der nervigsten Charaktere in diesem Spiel. Ja. Sei willkommen, bist du bereit, Link? Es scheint, dass nun die Zeit gekommen ist, da dein Abenteuer beginnen soll. Das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Doch sei tapfer und verliere nie den Mut. Folgst du diesem Weg, so gelangst du zum Schloss von Hyrule. Dort sei es dir bestimmt, die Prinzessin zu treffen. Weichst du ab von deinen Pfaden und wandelst auf unbekannten Wegen, so nutze deine Karte. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen wie von Geisterhand in deine Karte gezeichnet werden. Drücke Start, um ins Menü zu gelangen, und Z oder R, um den Kartenbildschirm einsehen zu können. Auf dem Kartenbildschirm findest du außerdem einen Hinweis, welchen Ort du als nächstes aufsuchen solltest. Hast du alles verstanden? So, und das ist so das Fiese an dieser Eule. Ist immer so gepolt, dass sie mir eine Frage stellt und ich immer auf dem lande automatisch, also so programmiert, dass wenn sie mir schreibt, hast du alles verstanden? Dann, und jetzt Nein drücke, dann wird er alles nochmal wiederholen. Wenn er mich fragt, soll ich mich wiederholen und man auf Ja drückt, was dann automatisch ausgewählt ist, dann wird er sich natürlich auch wiederholen. Und das hat mich als Kind so genervt. So, hast du alles verstanden? Ja, liebe Eule. So sei es. Setze deinen Weg nun fort. Wir sehen uns wieder. Alles klar. Mach's gut, Eule. Und wir werden diese Eule 100 Pro wiedersehen. So, ich gucke jetzt mal, ob ich direkt zum Schloss rennen kann. Oder ob es vorher Nacht wird. Weil wenn es vorher Nacht wird, dann gehe ich woanders hin. Oder ich mache euch einen Cut rein. Ich weiß noch nicht. Ich werde die Laufwege größtenteils cutten, weil wir werden sehr viele Laufwege haben. Dementsprechend werde ich halt auch einiges cutten. Ja, ja, Navi. Sei ruhig, ich mache mich das schon auf den Weg zum Schloss. Ah, nein. Nicht. Lass die Brücke unten. Das ist mein Ernst. Oh je, das wird echt knapp. Jetzt wird knapp. Komm. Gut. So, gehen wir rein. Ich wollte darauf warten, bis der Wolf geheult hat. Die Sache ist die, ich werde die Skulpturas nicht suchen, aber also erstmal können wir hier alles zerstören. Und irgendwo hier war eine Skulptura, ich weiß nicht mehr, hier? Oder war die hier drin? Ja, da ist sie drin. So. Alles klar. Bis alle weiter. Ja, ja. Die Sache ist nämlich die. Oh, will ich das schon erzählen? Ja, ich glaube schon. Also die Skulpturas, das ist ein Fluch. Und es geht in einem Dorf, das wir noch kennenlernen werden,
ein Haus der Skulpturas. Und da kriegen wir Boni für das Einsammeln der Sachen. Zum Beispiel auch eine größere Rubintasche. Aber dazu komme ich dann halt, wenn es soweit ist. So, das soll jetzt aber erstmal reichen. Wie gesagt, heute ist eher Story geplant. Ich wollte hier eigentlich nur die Skulptur holen. Und ich verstehe nicht, manchmal läuft Link schnell, manchmal langsam. Wenn ich... So. Schön bei Nacht hier reingegangen. Die tanzen immer. So, hallo. Wow, deine Kleidung. Wo trägt man denn sowas? Du scheinst nicht von hier zu sein, oder? Woher kommst du? Oh, du bist ein Feenjunge aus dem Wald. Ich bin Marlon. Mein Vater gehört die London Farm. Vater ist zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern. Doch bisher kam er nicht zurück. Okay. Alles klar, hab verstanden. So, wir gehen hoch. Und sieh mal an, wer da im Baum sitzt. Welch Zufall. So, das Gespräch drücken wir uns noch eben rein. Link, hier entlang. Weißt du, sie schläft und redet mit uns. Die Prinzessin befindet sich im Schloss. Doch hüte dich vor den Wachen. Sie dürfen dich nicht sehen. Wisse, hier auf diesem Grund nimmt die Zeit ihren gewohnten Lauf. Besuchst du jedoch eine Stadt oder die Ranch, steht die Zeit still. Wenn du möchtest, dass die Tageszeit sich ändert, musst du die Stadt verlassen und zu späterer Stunde wiederkehren. Geh nun und hüte dich vor den Wachen. Muss ich meine Worte wiederholen? Und das meine ich, dann steht's auf ja, aber nein, musst du nicht. Du scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Viel Glück. Die Gabe der Weisheit, weil ich checke, wie du funktionierst? So, nachdem die Eule weg ist, gehe ich nochmal kurz zurück, bevor es Tag wird. Denn Marlon ist nicht mehr da. Denn Marlon hat es irgendwie geschafft, an mir vorbeizukommen und singt hier ihr Lied. Gehst du zufällig auch zum Schloss? Wenn ja, tust du mir einen Gefallen? Würdest du dort meinen Vater für mich suchen? Sicher ist er eingeschlafen und macht irgendwo ein Nickerchen. Es ist immer das Gleiche mit ihm. Ach, wenn du ihn suchst, nimm dies hier an dich. Bewahre es warm und sorgsam auf. Du wirst es brauchen können. Hey. Alles klar. Ein seltsames Ei. Es scheint, als würde sich darin etwas bewegen. Warte ab, was passiert. Ja. Können wir. Ist mir schon bewusst. Ist mir doch alles bewusst. Ich sage es nie. Ich mache das ganz gerne immer so schnell am Abend. Weil... Dann können wir dorthin laufen zum Schloss. Und wenn der Tag anbricht, wird dieses Ei schlüpfen. Und jetzt muss ich eben gucken, wie das hier nochmal ging. Ich habe früher immer einen Glitch ausgenutzt und bin hier so drüber gesprungen. Aber das soll man, glaube ich, nicht tun. Ich glaube, man soll hier unten irgendwie hoch. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube, hier hoch oder so. Ich glaube schon, ne? Navi, wir schleichen uns gerade ins Schloss. Hör auf, irgendwas zu rufen. So, wie gesagt, es müsste gleich Tag werden. Dann seht ihr auch wieder mehr. So, ich höre sie immer noch singen. Meine Güte. So, hier können wir hochklettern. Ein Shikai-Stein, zu denen komme ich halt später. Wenn es nötig ist, es wird Tag, das ist sehr schön. Jetzt fahren wir noch ein paar Rubine. Sehr schön. Wow! Du hast ein Ei ausgebrütet, ein Küken ist geschlüpft. Sehr schön. So, hier können wir hoch. Und dort liegt der gute Mann, Marlons Vater. Und den werden wir aber in der nächsten Folge wecken. Also, wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time wieder, wenn wir diesen kleinen Milchbauer, der hier putzig vor sich hinschläft, wecken werden. Also, macht's gut und bis zur nächsten Folge.